unserer Seite. Das ist es. Willkommen zurück. Das ist Assassin's Creed Origins. Wir sind mitten im Finale. Lasst euch schön grüßen. Flieht! Das Totengericht wartet auf euch. Okay, wir müssen... Das ist es. Brecht in der Mitte durch. Irgendein Typ hier erledigen. Hier sind wieder die Anabolika-Typen. Zumindest ein paar. Was, wer will was von mir? Lasst mich in Ruhe. Ich habe wichtige Aufgaben zu erledigen. Oh nein, ein Elefant. Ja, nee, ja. Begrüße Jugurtha. Sie möchte gerne deine Bekanntschaft machen. Potinus, bald gehst du in die Duat ein. Sei bereit. Komm, Jugurtha. Angriff. Wie erledige ich denn einen Elefant? Die so. Götter haben mich mit eurer Vernichtung beauftragt. Immer schön aufs selbe Knie, damit sie kaputt geht. Du bist nur eine Mücke in unserem großen Plan. Aha. Oh, wie sehr ich wünschte, du könntest dich von hier oben sehen, Bayek. Armer Elefant. Wo ist er? Was wird denn jetzt? Deine Rolle in diesem aberwitzigen Orden ist beendet, Potinus. Triff deinen Richter. Sie sind zu weit gegangen in Siva. Ich wusste es. Aber ich wollte unbedingt Frieden für Ägypten. Dein Frieden lässt viele darben. Das ist unvermeidlich. In jeder guten Regentschaft. Bitte verzeih mir, Bayek von Siva. Der Fährmann kann bezahlt werden. Nun kann ich meinem Ruhm folgen. Es gibt keinen Ruhm mehr in Ägypten. Der miese Eunuch ist nicht mehr. Gut. Die Späher haben Septimius gefunden. Er ist in dem Dorf vor uns. Ich lenke seine Männer ab, während du ihn jagst. Wir müssen wissen, was er plant. Sollten eure Spione es nicht schon wissen? Auch die haben Grenzen. Doch sie sagen, Aya ist dem Pharao auf den Fersen. Also sind sie nicht ganz nutzlos. Dann ist Ptolemäus bereits gefangen. Ich erledige den Rest. Ja, wieder einer weniger auf unserer Abschlussliste. Skorpion. Aber ich habe das Gefühl, hier oben fehlt noch einer. Quests haben wir nur die eine Fähigkeit, dann haben wir nur einen Punkt. Okay. Na gut. Können wir unseren Okubo rufen? Nein, es geht nicht. Ich habe jetzt einen eigenen Verbündeten gebracht. Hab ich geskillt. Gut, ne? Ja gut, wir sind jetzt, mein Gott, ne. Immer mit Krieg, es ist so Nebel. Muss das immer sein? Der Nebel des Krieges, ne? Okay, wollen wir uns mal anschleichen. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Aber Zenu? Nein, der ist nicht verfügbar. Wo denn da rein? Sich hier einer schön eingenistet. Komm ich nicht rüber? Muss man doch irgendwie reinkommen. Ah, hier. Auf in die Arena. Ah, da
kommt der Naja endlich. Bald wirst du deine Götter treffen. Bajek von Siva. Was hast du denn für endlich den dreckigen Waffen? Bist du bereit für dein Ende? Sei du bereit für deinen Richter. Du findest dich bald in der Duat wieder. Du, deine Dreckskette da, ne? War das dein ganzer Zorn, Medjay? Kein Wunder, dass es so leicht war, euer Land zu erobern. Rede nur, du Hund! Du wirst meinen Zorn kennenlernen! Was heißt der Lucius Septimus? Na, da guckst du, wa? Ich hab auch was drauf. Lass die jämmerlichen Versuche zu kämpfen! Au! Ich werde dir das Herz herausreißen und es an die Krokodile verfüttern! Ah, jetzt gibt's... Ah, hab ich dich, du Sau! Hey! Hast du mich vermisst? Halt, Bajek! Septimius ist Römer. Wir behandeln ihn nach römischem Recht. Er tötete meinen Sohn! Der Pharao ist tot! Die Ladebalken dauern sehr lange und sind sehr unpassend. Ich dachte mal, wir mal kurz ein paar Minuten still sein. Und ein paar Cutscenes genießen, aber nein. Alles, wofür wir so lange gearbeitet haben, gehört nun uns. Wir haben unsere Feinde bezwungen. Nur wir können Ägypten in eine neue Ära des Wohlstands führen. Aber noch nicht am Ende. Sono Afrosinis. Stehst du nun auf Septimius Seite und wir werden aus dem Palast verbannt? Ich verurteile nicht das Gift in euren Augen, aber hört einen Moment zu. Sprich, schnell, sonst bist du am falschen Ende meiner Klinge. Eure Dienste werden nicht länger benötigt. Kleopatra hat euch mit Gold entlohnt. Es tut mir leid, Aya. Leid?
Sie verdankt uns alles! Wir gaben ihr die Krone und sie steht neben ihm? Wo bleibt unsere Gerechtigkeit? Septimius sollte in Rom gerichtet werden. Schützt Caesar etwa den Orden? Ein Kompromiss, um Kleopatra zur Königin zu machen. Der Mörder unseres Sohnes ist dein Verbündeter? Wir werden alles tun, um ihn zu töten. Ist das klar? Caesar gibt euch die Schuld an Ptolemäus Tod. Ein Pharao, ein Gottbajek, das kann ich nicht ändern. Ich scheiß drauf, was Caesar denkt. Aber Kleopatra und ich hatten eine Abmachung. Gib mir Zeit, Aya. Ich werde die Wogen glätten. Bis dahin bitte ich euch, seid vorsichtig. Nicht alles ist, wie es scheint. Oh! Verräter. Mit all meinen Worten habe ich nichts mehr zu sagen. Kleopatra ist von Rom vergiftet und wir von ihrem Verrat. Wir werden mit Ägypten brennen. Der Orden ist nun stärker. Sie haben Rom. Moment, Moment. Ich lag falsch. Ich trage die Verantwortung. Als mein Junge starb, schlug ich zurück voller Wut und Zorn. Doch das machte sie nur stärker. Wir sind alle verschieden. Doch wir kämpften gemeinsam, damit Kleopatra auf den Thron kam. Das war ein Fehler, meine Freunde. Doch er hat uns näher zusammengebracht. Nun verstecken sich unsere Feinde hinter Kronen. Arbeiten im Schatten von Königen und Königinnen. Doch wer arbeitet im Schatten für das Volk? Das sind wir. Etwas entstand aus alledem. Und es beginnt jetzt. Wir müssen weiterkämpfen und den freien Willen des Volkes verteidigen. Und wie klein sie auch sein mag. Unsere Bruderschaft ist die einzige Hoffnung. Und unser Königreich braucht keine Krone. Woran wir glauben, unsere Werte, unser Credo, wird uns vereinen. Ich verspreche allen Söhnen Ägyptens, der Vater zu sein, der ich an jenem Tag nicht war, in Siwa. Auf die Bruderschaft! Die Bruderschaft! Du hattest recht. Ich vertraute auf die falsche Göttin. Eine Frage bleibt aber noch offen. Septimius. Er nahm Alexanders Stab. Wieso? Oh ja. Er und Flavius hatten großes Interesse an Alexanders Grab. Dort fangen wir an. Na, das war ja wohl dann die Gründung der Assassinen, hä? Ich werde Kleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bajek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siwa. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Arya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Okay. Ich wollte mal kurz was nachgucken. Naja, gut, wir haben unsere Nebenquests wieder, das ist gut. Und unser Ziel ist immer noch Septimus, den hatten wir schon. Es war klar, dass Caesar ein Templer ist. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage... Wachen voraus! Noch ein Stapel Leichen verdeutlicht unseren Standpunkt. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja, es scheint nur Momente her. Ah ja, er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bajek. Komm, beeilen wir uns. Idiotin,
Ja, und so beginnt alles wieder von vorn. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Da sind ja Wachen. Hier ist doch irgendwas im Gange. Etwas ist faul. Das sind alles Römer. Caesars Männer? Oh Gott. Soll ich denn da durchkommen? Siste! Ne tu! Et non movere! Nolite ibi! Et dabo vos in consumatione! Ego estam tibito lor! Ah! Da hab ich schon zu voll hier. Hä? Was ist das denn? Und voll in die Binsen. Scheiß Römer. Damit. Hier werden die Wachen nach uns suchen. Glaubst du, du kannst mich damit besiegen? Apollodoros! Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hierher. Endlich. Jemand, den wir töten können. Ach, du Schwein. Was war denn das jetzt wieder? Was ist denn das? Ich war, ne? Klappt das nicht so mit dem... Hör auf zu zappeln. Du überlegst so nach. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Balk, Eier. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Gute Reise, Apollodoros. In das Haus des Hades. Flavius, ein neues Ziel. Ein Stufenaufstieg, yeah. So ist das. Jetzt sind wir zwar die Assassinen, aber immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Es ist völlig still. Sogar die Tiere. Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavius. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe. Oft genug hatten wir die Gelegenheit dazu. Römische Soldaten. Sicher Flavius Männer. Schaltet die Eindringlinge aus! Qui mamitas, Infernum? Ultimem Kurz! Oh, ich da runter hier, Anabolika-Süchtigen. Ah, du mit deinem Schild, ne? Da. Was ist denn hier passiert? Hat er alle vergiftet oder was? Selbst die Vögel sind vom Himmel gefallen.
Ach ne, das ist ein Skill-Ding. Ja, ich dachte schon. Ich will mal herstellen, oder ist das falsche Icon dafür? Oben rechts, wo die unter 38 ist, darunter ist ein Symbol, dass ich Fähigkeitspunkte. Ich würde sagen, mir fehlt ja noch eine. Es war die ganze Zeit Flavius. Er brachte Cäsar und die Römer her und wollte die Macht übernehmen. Wir haben ihm vertraut. Wir waren Narren. Rabia, was ist geschehen? Ayek. Aya. Beeilung. Hepzifa, das Gewölbe. Rabia, wir kommen zu dir zurück, wenn es geht. Ich dachte, ich hätte was machen können, aber okay. Starte! Voila! Ich bin meine Ehre! Eindringlinge! Angriff! Ja! Bist du das gut? Zu eng hier, um wirklich auf dem Pferd zu kämpfen. Servus in Konsumationen! Tertium, packe den um! Je mehr Tempo man drauf hat, je mehr Wucht hat man. Sehr gut. Der Weg ist frei, hoffe ich. Nee, verkehrt. Kalite Ivi! Oh. Morsire verso l'Uderis! Tuo amici! Ah, das geht so geil. Siehst du? Nicht du! Et non movere! Sieg calche, Capitis! Aua, da hat er mich erwischt. Ja, du musst mir trotz... Ultimem Cord! Tentacet! Ja. Dafür habe ich die Betäubungsweile. Was ist denn jetzt? Ah ja, ah ja. Schon unten? Lass mich wieder die ganze Arbeit machen lassen, ne? Ja, die wollten eben schon... befestigt. Benimm dich, Liebster. Die wollen schon immer durch die Tür hier. Ja, mein Schwert aus Final Fantasy. Das Gewölbe öffnet sich! Entdeckung! Da, das Gewölbe. Beim großen Gott Amun. Sie öffnet sich. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist. Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in der Duat. Wer könnte sich ein solches Land vorstellen? Kein Mensch sollte den Göttern so nahe kommen. Wer hat es erschaffen? Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek? Bayek. Das ist Hepzifa. Oh, mein Senni. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein! Wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin bei dir. Hepzifa wusste nichts über den Orden. Es gab keinen Grund, ihn zu töten.
Flavius riss ihm das Herz raus als Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte, bringen wir es zu Ende. Oh Mann. Bayek. Ah. Du hast Hepp. Das ist nicht gut getimt, ne? Sobald einer anfängt zu reden, muss man stehen bleiben. Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzipher wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst dem ein Ende setzen. Bayek, Aya, die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzipher zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Oh Mann, es wird ja immer nur Tod, Tod, Tod in dem Spiel hier. Lass die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt. Auf das Hepzipher frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzipher, alter Freund. Hepzipher, wo bist du nun, mein Freund? In den Gefilden der Binsen? Na schön. Wieder ein Freund beerdigt. Aber wir beenden die Folge hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich zum Finale. Macht's gut, haut rein.